Es ist mal wieder soweit, wir müssen tanken. In Frankreich ist das Tanken extrem teuer, genauso wie in Spanien, wenn man nicht weiß, wo man tanken soll. Also habe ich mir diese Benzinpreis-Blitz-App runtergeladen, die ich auch schon in Spanien benutzt habe. Und die nutze ich natürlich auch hier in Frankreich. Hier auf dem Navi ist unsere Route. Und hier auf dem Handy habe ich jetzt da, wo der blaue Punkt ist, ist im Prinzip unsere aktuelle Position. Und hier ist die nächste Tankstelle, die ich mir ausgesucht habe, mit Diesel 1,40. Auf der Liste ist der günstigste 1,39. Das heißt, man kann also hier gerade mal 1 Cent sparen. Hat aber dann 29 Kilometer Umweg, muss also nicht sein. Deshalb nehme ich genau den hier auf der Liste, auf der Linie, auf der ich bin. Und damit spare ich jede Menge Geld. Die rot gekennzeichneten hier, das sind die, die extrem teuer sind. Sprit kostet hier normalerweise 1,59. Also sind das mal gerade 19 Cent, die man pro Tanken pro Liter spart. Hallo zusammen. Wir sind aus unserem Urlaub zurück und ich fange jetzt gerade mal an, so ein paar Sachen aufzuarbeiten. Eine der wichtigsten Sachen, die uns auch eine Menge Geld gespart haben, war eine App, die ich entdeckt habe, die nennt sich Benzinpreis Blitz App. Findest du in jedem App Store, deshalb werde ich mir das sparen, da den App Store aufzumachen, das könnt ihr alle selber. Ich verlinke euch bloß mal unten den Namen in der Videobeschreibung. So, diese App funktioniert so, dass du im Umkreis von 30 Kilometern dir die günstigste Tankstelle anzeigen lassen kannst. Gilt für insgesamt 7 Länder in Europa, unter anderem auch Frankreich, Italien, Spanien. Das sind die Länder, die ja, extrem teuer sind. Preisspanne zwischen, in Spanien hatten wir 1,11 Euro. Zu 1,46 Euro. In Frankreich hatten wir 1,39 Euro zu 1,59 Euro. Kann sich ja selber jeder nachrechnen, was er da an Geld spart. Und anhand der hinterlegten Karte kann man sich dann halt die Tankstelle aussuchen, die in der Nähe seiner Reiseroute ist. Was ich jetzt gerade im Video halt nicht erklärt habe, ist, also in der Sequenz, die ja aus Frankreich dasteht, ist, dass man einfach dann nochmal auf Karte drückt und dann übernimmt, sofern das Navi das kann, die Routenplanung, das automatisch, sodass das dann über die automatische Routenplanung dann angesagt wird. Mega.